Welcome an Steffen Baumgart beim HSV. Das wollten wir auch noch als News, bevor wir in diese Trainer-Diskussion, die wir jetzt reingehen werden. Also ich weiß nicht, ob er jetzt Trainer ist oder Geisel oder... Haben wir da ein Meme? Haben wir irgendwas? Was haben wir? Wir haben doch ein paar Sachen auf jeden Fall zu Steffen Baumgart. Niklas, ey, pull up! Können wir... Scheiße. Du pull up, ich muss kurz eine Sache nachschauen. For real, aber wieso sieht es so aus? An alle audiovisuellen Zuschauer, Steffen Baumgart wurde vorgestellt bei HSV vor so einer Wand und zwei große Männer haben die Hände auf den Schultern von Steffen Baumgart so schräg hinter ihn jeweils, als ob sie ihn so gecatcht hätten, wie so ein Dieb. Und das Internet hat natürlich wieder sein Ding daraus gemacht. Steffen Baumgart wurde in Hamburg verhaftet. Ja. Verpflichtet. Verpflichtet und verhaftet. Ja, in dem Sinne. Du bist verhaftet wegen sexy. Damn, kenne ich nicht den Track. Und seit noch 20 ein Tagen Bild. Gefangener des HSV. Wir haben auch noch dieses Video, was die letzte auch gezeigt haben. Das ist auch aber zugehört. Warum lacht er nicht? Er guckt immer so ernst, Digga. Was ist das? Hat er Hände auch hinterm Rücken? Hat er so Hände hinterm Rücken oder hat er Hände so in der Jackentasche? Oh, gute Frage. Ich finde, er hat so hinterm Rücken, ne? Da sieht man es auch nicht. Aber gefühlt hat er es auch hinterm Rücken, als ob er so Handschellen noch anhätte, ne? Deswegen sieht es auch noch also so aus. Also er ist einfach, ja, keine Ahnung, was soll man sagen? Also ich habe auch noch so ein Meme gesehen mit Two and a Half Men. Oh Gott, was ist das denn? Was ist das? Was hast du rausgesucht? Hört mir das hier? Ist der Fernseher laut? Warte, haben wir Sound? Pull up the TV, man, pull up the TV. Ja, laut machen meine ich einfach nur. Ach so, hier. Ach so. Ist schon laut. Ist okay. Okay, dann machen wir an. Nur einmal kurz an. Baumgart, wenn er mit HSV-Relegation gegen Köln verliert. Was ist das? Das ist der Typ, der auch auf der Reeperbahn getanzt hat letzte Woche, wo ich das Video gezeigt habe. Das ist wirklich der? Das ist der. Der macht Musik. Das ist ein Musiker. Das ist gar kein Penner. Ach so. Ja. Was? Ja, doch. Als ich das rausgesucht habe, letzte Show, habe ich auch erst gesehen, so, yo, das war ja ein Promo-Video für seine Musik, die aus der Box lief. Ach so, shit. Ja, Mann. Katterbach, was ist das? Katterbach, wenn er Baumgart beim ersten HSV-Training sieht. Wer ist Katterbach? Ich kenne ihn nicht. Ja. Chat, wer ist Katterbach? Geil, dass du raus so. Noah Katterbach, deutscher Fußballspieler. Niklas. Ach so, der ist. Willkommen beim HSV. Ey, Oscar Fries, das ist ein Hertha-Fan. Genieß. Grüße gehen raus an den Brief. Digga, Steffen hat sich ein bisschen verändert, Bro. Ey. Aber hier, Katterbach ist, glaube ich, zu HSV gewechselt. Ah. Von Köln. Okay. Und jetzt hat er wieder, jetzt hat er wieder ihn. Okay, ja, ich verstehe. Oh, wir haben krass, wie viele Memes haben wir? Niklas ist ein bisschen... Niklas ist da vorbereitet. What the fuck am I doing? This is the worst. This is the worst. Das ist krass. Ich habe auch vorhin irgendein so Meme wieder gesehen mit Dingsbums. Hier, wie heißt das? Beetlejuice. What are you doing here? Nothing. Just hanging around. Just hanging around. Das ist auch zu krass. Das ist auch zu krass. Oh, wirklich. Niklas hat geackert heute mit mir. Weißt du, ich liebe dich. Du bist der Schönste auf der ganzen Welt. Und die Schlimmste. Arschloch. Du bist die Schönste. Digga, aber was für eine Dokumentation ist das auch, Alter? Die sind so krass, wie die zu den Medien reden. Du bist die Schönste, die ganze Welt. Und die Schlimmste. Du Arschloch, ey. Warte mal. Nimm mich doch mal. Das ist schon krass. Ich liebe dich. Weißt du, ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist der Schönste. Die Schönste. Arschloch. Sie hat doch einfach so einen gefühlten Akzent. So, du bist die Schienste. Also aber so ein gefühlt noch einen pfälzischen Akzent dabei, Alter. Das ist wirklich zu krass. Den müssen wir irgendwann irgendwas nochmal pullen. Den kann man immer pullen, auf jeden Fall. Er ist die Schienste. Ja, Baumgart-Vertrag bis 25. Ich würde mal direkt eine Umfrage rausballern.
an die Leute da draußen. Wieso nicht? Weil es mich interessiert. Soll ich sie machen, die, ob, ob, Laptop? Mach du dann. Ja, ich dachte mir... Dass du immer so... Dass du immer so scheiß Umfragen machst. Ich will wissen, ob die glauben, ob... Irgendwann kommt das. Wir müssen die doch irgendwie mit einbinden, Ammoner Köln. Wie sollen wir die denn machen? Die müssten ein bisschen ackern da draußen, Digga. Einmal klicken, Ammoner Köln. Mach doch mal. Ja, ich will wissen, ob die glauben, ob HSV mit Baumgart aufsteigt or not. Ob HSV mit Baumgart aufsteigt? Ja, was sagst du denn? 3, 2, 1, nein. Ich sage ja. Ich sage, er schafft den Aufstieg. Aber nicht dieses Jahr. Ich sag, es liegt aber nicht an Baumgart. Er ist die Schienste. Achso, ich dachte, du meinst dieses Jahr. Ich meine generell Jahr. Jetzt. Ob er das mit denen schafft. Dann schafft er das, ja. Kommt auf die Vertragslänge drauf an. Ne? Ob die ihn vorher rauskegeln oder nicht, aber das ist eine Frage der Zeit. 25. Bis 25 auf jeden Fall Vertrag. Ich kann mir vorstellen, dass es ein richtig... Also ich auch sage, ein Mann für Hertha gewesen, ich sage, finde ich, wenn es Paar nicht geben würde. Aber er ist halt auch einfach so ein Sympatho, finde ich. Er ist einfach ein Mann, der ist mit Gefühl dabei an der Seitenlinie, den mag man einfach so. Ich sag, wenn der zu uns kommen wäre, wäre das mit Protesten wieder, wie Toni Leistner. Weil der war doch Unioner und so. Das passt nicht. Und der hat auch gegen Hertha geshootet letztens. Haben wir uns gemerkt, Junge. Stimmt, Kölner, Dicker. Wirklich. Ja. Ich vergesse es nicht, Dicker. Deswegen letztes schade, dass Jahr. Wir nicht mehr gegen... Hey, was geht ab? Die Hertha steigt endlich ab. Was ist jetzt, hä? Was ist jetzt? Wollt ihr nicht einen neuen Stürmer kaufen? Was ist los, Dicker? Großer, hä? Was denn großer? Was denn großer? Könnt ihr, habt ihr Sperre, ja? Hä? Sperre? Sperre, hä, großer, hä? Hat man schmeckt Hausarrest so, bekommen hä? Für Transferperiode? Darf keiner raus jetzt. Naja, wir kommen zurück zum Ernsten. Wir wünschen natürlich, ich wünsche Steffen Baumgart viel Erfolg. Ja, wir sehen Fall. Ihn in der zweiten Bundesliga. Ich finde an sich, also er hat immer seine Moments, wo der so richtig kindisch und so wird auch mal, wo er auch so ein bisschen weird ist und so. Aber er ist menschlich, meiner Meinung nach. Genau. Und er ist wenigstens Fußballlieber auch. Liebhaber. Fußballliebhaber. Es gibt übergeile auch Videos von dem, wie der Privatfußball schaut, wenn er Köln geschaut hat. Das war immer übel sympathisch, ja. Fand ich. Und er ist jemand, der transparent ist, finde ich. Der labert keinen Stuss. Der sagt immer, was er denkt, auch wenn er zum Teil halt auch dumm denkt so, ne? Und nicht immer auf dem richtigen Pfad ist, würde ich sagen. Aber so sind wir alle. Der labert keinen Stuss, finde ich. Genau. Freundchen. Die, und er hat uns auch Selke abgenommen, deswegen. Ja, wirklich, bester Mann. Köln immer noch, bis heute. Die versuchen, diesen durchzuziehen. So, nein, Selke ist nicht der schon. Der wird Selke noch knallen, Digga. Der wird noch knallen, wirklich. Ich erinnere mich noch an Tom. Ich sag so, Digga, warum? Er ist wirklich mein Beileid. Und er sagt so, glaub mal, bei Köln wird er abgehen. Ja. Die denken, die dachten wirklich, die machen Modest aus ihm. So, ne? Die dachten wirklich, das wird passieren. Aber es ist noch nicht passiert. Wir würden uns ja auch freuen, wenn es passiert wäre. Mm-hmm, hätten wir gesagt, GG's, Davy, er soll abgehen, keine Frage so. Mm-hmm. We don't do that shit. Ja.